Ja, die Fritten bessern sicher die Stimmung. Trotzdem ist noch vieles offen, Anne. Ist denn grundsätzlich die Chance auf Einigung nun größer geworden? Charles Michel, der Gipfelchef, hat versucht, mit seinem neuen Kompromissvorschlag die selbsternannten Sparsamen einzufangen, indem er ihnen entgegengekommen ist. Aber das birgt zwei neue Gefahren. Erstens sind die Sparsamen mit den Kürzungen, die bislang erreicht wurden, noch nicht zufrieden. Und zweitens besteht die Gefahr, dass er mit den neuen Kürzungen wiederum die Südeuropäer verprellt. Außerdem ist die Frage, ob die EU-27 beim Thema Rechtsstaatlichkeit eine gemeinsame Position finden können und wie ernst es Viktor Orbán eigentlich mit dem angedrohten Veto meint, wenn es um die Kürzungen von EU-Mitteln geht. Dazu kommt noch ein Berg von kleinen Detailfragen. Und das ist die Frage. Im Moment verhandeln die Staats- und Regierungschefs noch in Kleingruppen. Und erst wenn sie heute Abend im Plenum wieder zusammenkommen, dann werden sie entscheiden, ob es sich lohnt, die ganze Nacht noch weiter zu verhandeln oder ob man sich besser vertagt auf einen weiteren Gipfel Ende Juli. Sie bleiben dran für uns. Vielen Dank, Anne Gelinek nach Brüssel.